Mian, weiter geht's. Jetzt können wir mit den Ermittlungen weitermachen und... Moment. Ich will mal nicht sagen, wie dieser B hier aussieht. Böse, böse Erinnerung. Naja. Gehen wir noch mal in die Bärenhölle rein. Was ist das für ein seltsames Stöhnen? Ich glaube, das ist kein Geist. Vielleicht ist es ein Dämon. Entschuldigt mich mal! Wie bist du hier? Dämon Bulk! Zeugs, das Alien! Wie nennst du hier? Alien! Oh, sie sind's nur, Frau Oldbeck. Was machen Sie hier? Was ist nur heute mit euch los? Ich wollte den armen Juan nun seine letzte Ehre erweisen und ihr stört mich dabei. Tut mir leid, weil wir hier gerade am Ermitteln sind. Mein Gott. Kann sich auch anstellen. Bitte erzählen Sie noch einmal von dem Mordabend. Ich habe darüber schon genug vor Gericht gesagt. Ich wurde reingelegt, getäuscht an dieser falschen Fotografin und ihrer Notiz. Sie lugerte hier herum mit diesem imbezilen Blick. Diesen imbezilen Blick? Okay, verstanden. Moment mal, du kleines Würstchen! Wenn du alles mitschreibst, polierst du gefälligst meine Sprache ein wenig auf. Ah, kein Problem. Jetzt habe ich alles gesehen. An dem Abend habe ich gearbeitet, meinen Job getan und mich um meinen Kram gekümmert. Ich hatte keine Zeit, den ganzen Abend rumzustehen und in die Luft zu starren. Ja. Können Sie mir vielleicht noch etwas mehr über Herrn Kurida erzählen? Er war der beliebteste Star, besonders bei denen, auf die es ankommt. Bei mir! Aber er lag doch in den Umfragen hinter Herrn Ongar zurück. Gut, aber nur seit kurzem. Hatte viel mit Pech zu tun, also... Aber er war auf dem Weg, ein noch größerer Star zu werden denn je. Siehst du, sieh dir diesen Berg Geschenke an. Der steht für die gewaltige Zuneigung seiner Fans. Ja, der Berg ist ganz schön hoch, wenn der umfällt. Wenn der umfällt. Henrik? Hm, was gibt's, Pearls? Die Geschenke. Alles Bären, oder? Da hat sie recht. Bären über Bären, ohne Ausnahmen. Ja, warum eigentlich Bären? Alle Geschenke von Herrn Kuridas Fans scheinen Bären zu sein. Oh, das ist schnell erklärt. Man kann nicht an Juan denken, ohne an Bären zu denken. An Bären? Warum an Bären? Das weißt du nicht? Juan kämpfte im Training mit bloßen Händen gegen einen Bären. Er gab nicht auf und ließ den Bären nicht gewinnen. Später wurden die zwei Freunde. Wow, was für eine bewegende Geschichte! Wie in einem dieser Filme. Ich sehe es vor mir. Die zwei liegen erschöpft am Fluss und sagen, hey, du kannst echt kämpfen. Du auch, Kumpel, du auch. Ist das wirklich passiert? Es steht in seiner Biografie, Freundchen. Was für ein Unsinn. Seitdem haben seine Fans ihm nur noch Bären geschenkt. Ja, schön. Bären. Ich bin Onkel Bär und ich sage, es ist bärige 20 Uhr. What the fuck? Was ist das für ein Teufelsding? Das ist eins der Geschenke. Ist wohl schon 20 Uhr. Ich müsste längst ins Bett. Ihr müsst längst ins Bett. Ich? Nicht. Ich bin schließlich fast 20. Was für ein Schreck. Einen Moment habe ich geglaubt, ich müsste sterben. 8 Uhr abends. Um diese Zeit endet doch die Preisverleihung. Wissen Sie noch? Die Zeit fliegt. Kaum zu glauben, dass das schon wieder 2 Tage her ist. Oh, fuck. Das Funkgerät. Hallo? Hallo?
Das ist kein Telefon. Maya! Wie geht es Maya? Sie haben mir doch nichts getan, oder? Scheint, als hätten sie ihren Teil der Abmachung nicht erfüllt, Herr Wright. Es kamen die Nachrichten. Mein Geschenk hat ihnen wohl nicht geholfen. Nein! Mystische Maya! Mystische Maya! Noch einen Tag! Bitte! Ich brauche noch einen Tag! Ich schaff das mit dem Freispruch! Ganz sicher! Bitte! Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich brauche diesen Freispruch dringender als alles andere. Bitte! Bitte lassen Sie Maya etwas sagen! Ich will hören, dass es ihr gut geht! Na gut. Dann sehen wir nicht. Was soll denn jetzt dieses Rauschen? Hallo? Hallo? Es scheint schlecht. Verbindung. Verdammt! Ist das Funkgerät auf einmal kaputt? Tut mir leid. Was ist passiert? Keine Ahnung. Auf einmal kam nur noch Rauschen. Mystische Maya! Mystische Maya! Warum ist das Funkgerät auf einmal kaputt? Ich sollte es mal einem Elektronikexperten zeigen. Je schneller, desto besser. Und für diesen Elektronikexperten gehen wir eine sehr lange Strecke wieder zurück. Nämlich zur Anwaltskanzlei. Ah, okay. 22. März, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Hey, willkommen zurück, Junge! Ich hab gedacht, ich mache dir etwas Nettes zu essen. Das ist nett, danke. Ein wahrhaft königliches Mahl aus der Dose. Tut mir leid, dass sie sich die Mühe gemacht haben, aber ich habe keine Zeit. Oh, hey, du hast keinen Dosenöffner? Du hast keinen Dosenöffner hier, Junge. Das soll wohl ein Witz sein. Und ich dachte schon, er hätte bereits gekocht. Oh, ich weiß, es gibt etwas, was ich tun kann. Frag mich alles, was du möchtest, Junge. Na los! Nun, wenn er schon mal anbietet, was soll ich ihnen fragen? Und an dieser Stelle, weil das gerade so nett anbietet, zeigen wir ihm das Funkgerät. Das Funkgerät? Oh, Herr Nick! Sie sollten den Herrn Gammelinspektor dazu befragen! Wozu? Oh ja! Auf einmal war es kaputt. Es war kaputt, Junge? Als ich mit dem Entführer sprach, hörte ich plötzlich nur statisches Rauschen. Es klang in etwa so. Da rauscht nichts, Junge. Das Ding trollt uns. Hä? Vielleicht hat es sich selbst repariert. Das ist ja seltsam. Ich bin sicher, dass es laut gerauscht hat. Vielleicht. Vielleicht was? Vielleicht war es eine elektromagnetische Interferenz, Junge. Elektromagnetische Interferenz? Interferenz oder Interferenz? Ich weiß es jetzt nicht, wie man das ausspricht. Naja, bleiben wir lieber bei elektromagnetischer Störung. Das kann man wenigstens aussprechen. Ah. Was sind elektromagnetische Störungen? Die treten auf, wenn eine Radiowelle mit einem anderen Signal zusammentrifft, Junge. Oh, wenn Sie es so sagen? Ich verstehe kein Wort. Wenn ein Handy beispielsweise direkt neben einem Computermonitor gehalten wird, verschwimmt das Bild und sieht merkwürdig aus, oder? Ja, und in der Skype-Konfidant gibt es ein ekelhaftes Knacken im Ohr. Weil man da nämlich Headset anhat und... Unschön. Hä? Computer?
Wie bei einem Föhn direkt neben dem Fernseher. Das Bild wird verzerrt. Oh ja, beim Fernsehen kenne ich das. Also dann haben sie gesprochen. Sie sieht richtig glücklich aus darüber, dass sie das verstanden hat. Das Zimmer, in dem du warst, hat die Störung beim Funkgerät auf. Also die Interferenz bei Funkgerät auftrat. Dort muss es etwas geben, das sehr starke Funksignale aussetzt, Junge. Zum Beispiel ein Abgehörgerät oder etwas ähnliches. Ah! Hey, wo ich gerade erwähne? Wo warst du, als das passierte? Wir waren in Herrn Kröders Zimmer, am Tatort. Was? Das reicht. Ich schleiche ins Polizeirevier und hole einen Wanzenscanner. Wir treffen uns nachher am Tatort. In Ordnung, Junge? Ah, warten Sie, Gumschuh. Oh ja, Baby, Zeit für Ermittlungen. Ich bin aufgeregt, Junge. Meine Finger jucken schon. Ja! Der ist echt Feuer und Flamme. Wir warten auch, Lieutenant. Na gut, dann los. Oh ja, erledigen wir das. Schnell und schmerzlos. Oh Gott, voll der Kampfschrei von Inspektor Gumschuh. Ah, und wie er uns einfach mal bei den Ermittlungen helfen will. Ach, der Mann ist so nett. Zum 22. März Hotel Gatewater, Corridas Hotelzimmer. Hey, da bist du ja endlich, Junge! Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Haben Sie denn einen Wanzenscanner? Nun, weißt du, ich wurde beim Reinschleichen erwischt und dann starrte ich auf die Tür des Reviers. Von außen meine ich. Also, nein, leider kein Polizeiwanzenscanner. Was soll das heißen? Sie haben ihn nicht! Wir brauchen ihn aber! Hey, hey, immer mit der Ruhe, Junge! Ich hab nur gesagt, ich hab den Polizeiscanner nicht. Wow, das ist also ein Wanzenscanner! Sieht irgendwie kaputt aus. Hey, der wurde in der Grundschule gebastelt, Junge! Hä? Von wem? Von mir natürlich! Ah, wenn ich ihn mir so ansehe, erinnere ich mich. Hey, sieh nicht so auf ihn herab, Junge! Na klar, sieht er etwas mitgenommen aus. Aber ich habe all mein Herzblut in dieses Prachtstück gesteckt. Ihr Herzblut? Er wird funktionieren. Vertrau mir, Junge. Ich mach das schon. Aber die Empfindlichkeit lässt sich nicht einstellen. Es wird bei allem piepen, was elektromagnetische Wellen abgibt. Aber ist das nicht sowieso besser? Jedenfalls. Jetzt, wo ich ihn schon mal dabei habe, können wir ihn ja auch testen, oder? Ich habe schon wieder dieses flaue Gefühl im Magen. Och, Phoenix, sei nicht so negativ. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie man dieses Baby anwendet. In diesem Zimmer befindet sich ein Abhörgerät oder so, Junge. Wir werden es finden, nicht wahr? Ja, aber zuerst sollten wir den Scanner mal einschalten. Dann berühren wir den Scanner und sehen uns sorgfältig im Zimmer um, Junge. Auf der Prüfanzeige siehst du die Stärke der Funkwelle. Wenn du etwas gefunden hast, das starke Funkwellen abgibt, ändert sich die Anzeige. Berühre anschließend die Anzeige und richte den Scanner lang genug aus. Es wird hier einige Geräte geben, die Funkwellen aussenden. Nehmen wir also alles unter die Lupe, was verdächtig aussieht. Okay, Junge? Gut, ich gehe nach draußen und halte die Augen offen. Ruf mich, wenn du die Wanze findest. Alles klar, Junge? So, alles, was wir jetzt machen müssen, ist per Touchscreen das Zimmer abzusuchen. Hier wird einiges so anschlagen. Und das ist das Radio, das ist nicht, was wir suchen. Hier befindet sich das, was wir suchen. Na holla, da ist was. Und das ist die wirklich interessante Stelle. Das ist bloß ein großer gestopfter Teddy. Es ist der größte, den ich je gesehen habe. Hey, habt ihr es schon gefunden? Das Abhörgerät meine ich?
Nein, noch nicht. Aber das Auge dieses Bären ist... Mal sehen, mal sehen. Ein ganz normal gestopfter Bär, der ein paar echt starke Radiowellen aussendet. Klingt, als hättest du das Gerät gefunden, Junge. Holen wir das Auge dieses Riesen mal raus und sehen uns das mal näher an. Nein, das geht nicht. Das ist zu brutal. Ja, Gewalttat gegenüber einem Teddybär. Nein! Das ist eine Minikamera. Und es sieht so aus, als sei da noch mehr. Da ist ein Sender und ein Timer. Ein was-Ender? Ein Sender, Junge. Oh, ist das noch mehr Hightech-Zeug? Oh, jetzt aber mal hoppala. Dieses kleine Ding ist also eine Kamera? Jupp, ein CCD-Lochkamera, Junge. Eine kleine, hochwertige Videokamera, typisch für Sicherheitssysteme. Also eine Videokamera. Sie braucht Batterien, die in einem Set dabei sind. Aber in der Kamera ist kein Videoband. Das hier ist nur der Kamerateil, Junge. Das Aufnahmegerät mit dem Videoband befindet sich woanders. Woanders? Das Videomaterial wird in Radiowellen umgewandelt und an den Rekorder gesendet. Also eine Art Übertragung, wie beim Fernseher, oder? Hey, du hast völlig recht. Oha. Well then. Also, was ist ein Sender? Er sendet das Videomaterial der Kamera an ein bestimmtes Ziel. Wie die Videovariante eines Abhörgeräts, Junge. Sieht aus, als wäre es mit einem kleinen, urähnlichen Ding verbunden. Oh, das ist ein Timer, Junge. Man kann ihn stellen, damit die Kamera zu einer bestimmten Zeit die Aufnahme startet. Man kann ihn auf eine bestimmte Zeit einstellen? Jupp, mal sehen. Er wurde auf 20 Uhr für die Dauer einer Stunde gestellt. 20 Uhr? Das war die Zeit, zu der die Verleihung endete. Es wurde kein Datum gestellt, sodass wohl jede Nacht aufgezeichnet wurde. Herr Inspektor, wie lange war denn dieser Bär hier? Ich bin ziemlich sicher, dass er seit dem Mordabend hier war. Dann vielleicht... Vielleicht hat die Kamera den Mörder aufgenommen. Was? Und wenn du dir den Winkel, mit dem der Bär steht, ansiehst, müsste er das komplette Verbrechen perfekt im Bild haben, Junge. Oha. Das heißt, jemand hat den Mörder beim Morden gefilmt. Das wäre ein unabdingbar heftiger und belastender Beweis, den es je gibt. Wenn man nur das Video findet. Da war also eine Kamera in dem Auge dieses Bären. Und er war als Geschenk getarnt. Ich bin sicher, dass er am Mordabend hier war, Junge. Er ist ziemlich groß, dürfte also im Gedächtnis bleiben. Aber wer schenkte ihn Herrn Corrida? Ich weiß es nicht, Junge. Aber das bedeutet, dass jemand ein Video besitzt, das zeigt, was an dem Abend geschah. Gibt es keine Möglichkeit herauszubekommen, um wen es sich dabei handelt? Das ist unmöglich, Kleine. Radiowellen können überall hingesendet werden. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden. Gibt es wirklich keine Möglichkeit, das herauszufinden? Ich hab's! Was? Ey, Junge, ich leih mir mal diese Minikamera aus. Was haben Sie vor? Ich höre mir mal in ein paar Elektroläden um, wer dieses Ding gekauft hat. Aber das ist unmöglich. Ich meine, es ist doch schon 21 Uhr. Überlass das mir. Und wenn es die ganze Nacht dauert, ich finde deinen Mann. Oh, Gamschu, du bist so geil. Oh ja, Baby, Zeit für Ermittlung. Ich bin aufgeregt, Junge. Meine Finger jucken schon. Ja! Und das war wieder der Gamschu-Kampfschrei. Er ist weg. Ja. Aber Herr Gammel-Inspektor
ist doch nett. Er gibt sich solche Mühe, nur für die mystische Maya. Du schaffst es immer, die Dinge so uneffektiv wie möglich zu erledigen. Entschuldige, aber ich habe dein Gespräch gerade mit angehört. Edgeworth! Was machst du denn hier? Es wurde ein Rettungsteam zusammengestellt und entsendet. Nicht, dass ich optimistisch wäre. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Ich verstehe. Danke. Für Dank ist es noch etwas zu früh. Wir müssen sie erst noch finden. Da war also eine versteckte Kamera in diesem Stofftier, Du hast wirklich Glück, Wright. Hä? Kennst du diesen Stoffbären, Kleine? Nee, kenn ich nicht. Natürlich nicht. Der Hersteller dieses Bären ist eine teure Luxusmarke von Übersee. Er ist vollständig handgemacht und es werden nur sehr wenige hierher exportiert. Was? Die Kamera und der Sender, die dieser planlose Inspektor mitnahm, helfen nicht weiter. Solche Dinge kann man überall kaufen. Der Bär jedoch ist anders. Wenn wir erfahren können, wie er ins Land kam, wissen wir, wer ihn gekauft hat. Können wir das wirklich tun? Henrik, kann er das? Nun, ich schätze ja. Es ist 21 Uhr. Ich glaube, ich schaffe es noch rechtzeitig. Ich nehme das eben an mich. Ich bin sicher, du hast noch andere Dinge zu tun. Okay. So, und die ganzen Beweise, die wir gerade bekommen haben, haben wir jetzt jeweils Gumshoe und Edgeworth übergeben. Und jetzt ermitteln sie auch noch ein bisschen für uns. Und ihr Männer seid so gut! Bis bald, Wright. Moment! Was? Warum tust du das? Ich habe keine Lust, mich jemandem zu erklären, der ohnehin nichts versteht. Aber abgesehen davon, Wright, bis morgen die Verhandlung weitergeht, solltest du die folgende Frage stellen. Wer war die Person, die Juan Corrida ermordet hat? Der wahre Mörder. Glaubst du wirklich immer noch, dass es Adrian Andrews war? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Du hast immer noch ein bisschen Zeit übrig. Finde die Wahrheit, Wright. Alles beginnt mit der Wahrheit. Juan Corridas wahrer Mörder. Frau Andrews Vergangenheit. Der Entführer, dessen einzige Bedingung ein Freispruch für Herrn Ongard ist. Und diese Karte. Shelley the Killer. Maya, die einzige Möglichkeit, dich jetzt noch zu retten, ist es, alle Antworten für diesen Fall heute Abend zu finden. Ich verstehe nicht, was deine wahren Absichten sind, Edgeworth. Aber wie du gesagt hast, bleibt mir nur zu versuchen, die Wahrheit zu finden. Oh yeah! War das nicht epic? We think it was epic! Yeah! Und wir haben den ersten Speicherpunkt erreicht und oh mein Gott, es ist in diesem Spiel schon so spät. Wow! Naja, kurze Pause, dann geht's weiter. See ya, guys.